Jetzt hatten wir gerade Studieren in Deutschland, ein weiteres EU-Land, Studieren in Frankreich. Und ich freue mich sehr, dass der Saal doch recht schön besetzt ist. Es gibt offenbar ein großes Interesse. Ich darf ganz herzlich begrüßen die Zuseherinnen und Zuseher, die unsere Veranstaltung über den Livestream verfolgen. Hallo, schönen Tag auch hier. Herzlich willkommen zur Best 2013. Und möchte dann auch noch unser Aufnahmeteam vorstellen, die hier im Auftrag von Okto den Livestream erstellen. Und zwar haben wir Herrn Raimund Zalaudek, er ist der Leiter des Aufnahmeteams, Regieassistentin Susanne Hennerfeind, die Kamera auf dieser Seite besetzt Katharina Buschenreiter, die Kamera hier besetzt Jakob Plattner und hinten in der Mitte die Kamera Mattia Serda. Ich habe jetzt die Freude, Ihnen Frau Fanny de Rospo vorzustellen von der französischen Botschaft. Sie wird Ihnen ihre Funktion dann selbst am besten erklären. Sie sind vom Campus France Österreich. Campus, richtig ausgesprochen? Perfekt. Dankeschön. Dann, ich bitte Sie um Ihre Präsentation. Dankeschön. Alors, bonjour. Bonjour à tous. Kann ich das auf Französisch machen, oder? Es ist kein Problem. Ihr versteht alles. Okay, nur für euch auf Deutsch heute. Aber ihr müsst mich entschuldigen für die Fehler. Und wenn es nicht klar ist, bitte, bitte sich melden. Okay, es ist wichtig. Also ich arbeite, das stimmt, für die französische Botschaft. Eigentlich für eine Abteilung in der Botschaft, das heißt Campus France Österreich, wie gesagt. Campus France ist die staatliche Agentur zur Förderung des französischen Hochschulwesensystems. Konkret, was bedeutet für euch? Es ist eine Infostelle in Wien über die Studien in Frankreich. Ich bin da, um euch zu helfen, dieses System zu verstehen. Zum Beispiel, ich begleite auch gern die Studierenden, die vielleicht die brauchen ein bisschen mehr Hilfe. Zum Beispiel für ein Masterstudium oder sowas brauchen Sie mal wahrscheinlich ein paar Termine, um es klar zu machen. Das mache ich auch sehr, sehr gerne. Mein Büro ist im Institut Français. Habt ihr davon schon gehört? Das ist in Wien. Die Wiener, vielleicht kennen das am besten. Das ist auf der Weringer Straße, im 9. Bezirk. Das Institut Français ist die kulturelle Abteilung der Botschaft ungefähr. Und da ist das Büro. Ich werde heute euch mehrere Scoops über Frankreich eigentlich sagen. Also schön, dass ihr da seid. Und erstes, gleich jetzt, Frankreich ist in Österreich. Überraschend, aber echt. Das Institut Français am Weringer Straße bietet sehr viel von Frankreich Kultur eigentlich. Also es gibt kulturelle Veranstaltungen, es gibt Konzerte, Info über die Studien, das mache ich. Und eine sehr, sehr schöne französische Mediathek mit französischen Büchern, französischen Filmen. Alles über Frankreich in Wien wird im Institut Français vertreten. Also Campus France, also ja, ich bin in der Mediathek und ihr könnt jeden Nachmittag mich gern besuchen, hallo sagen und können wir über eure Projekt diskutieren. Also gleich jetzt, weil vielleicht ein paar von euch müssen früher weg oder haben keine Lust mehr, mich zuzuhören. Das ist die Webseite autriche.campusfrance.org. Da werden alle Informationen, die ich euch gerade gebe, alles wird da, okay? Und wahrscheinlich mehr, also klarer als ich gerade. Also gern können Sie diese Webseite besuchen. Ich bin sehr klar, super. Sehr, sehr, danke schön. Aber nur damit ihr weiß, okay, noch in 2 Jahren wird noch diese Webseite online, also könnt ihr immer euch erkündigen. Dann zuerst ein paar ganz allgemeine Informationen über das französische Hochschulwesensystem. Sehr oft fragen mich die Studierenden, was kann ich in Frankreich studieren, wo kann ich studieren? Das ist für mich eine sehr, sehr schwierige Frage, weil eigentlich haben wir 83 Universitäten in Frankreich, 250 Handelshochschulen und so weiter und so weiter. Also das ist eine ganz, ganz breite Frage. Ich kann leider nicht für euch antworten. Viel Möglichkeiten haben Sie in Frankreich zu studieren, genau wie in Österreich.
weil eigentlich, und das ist mein zweiter Scoop über Frankreich, Österreicher und Franzosen sind gleich eigentlich. Wir haben genau dieselben Hochschulwissenssystem jetzt. Nicht die Einrichtungen natürlich, sondern diese Bologna-Prozesssystem. Kennen Sie das wahrscheinlich? Es ist Bachelor, Master, Doktorat. Am meisten jetzt in Frankreich und in Österreich wird das angeboten. Und was bedeutet das konkret für euch? Es ist sehr, sehr wichtig. Das bedeutet, dass ihr könnt zuerst in Frankreich studieren, vielleicht ein Bachelorstudium und später für einen Master zurück nach Österreich kommen. Oder umgekehrt, hier ein Bachelor, weil ihr seid ziemlich jung, ihr habt noch Lust in Österreich zu bleiben, vielleicht Französisch ist nicht so gut. Zuerst hier ein bisschen, also 3 Jahre bleiben und später für einen Master nach Frankreich gehen. Das ist total möglich, weil die Abschlüsse, Bachelor, Master, sind total anerkannt. Überall in Europa, nicht nur in Frankreich, Deutschland, Italien, überall. Das ist eine große Chance für unsere Generation eigentlich. Das war überhaupt nicht so früher. Also das ist sehr, sehr gut. Es ist auch, es gilt auch für die ECTS-Punkte. Kennt ihr das, oder? Jedes Jahr gliedert sich in 2 Semester und für jedes Semester kriegt man 30 ECTS-Punkte. Hier in Österreich, in Frankreich, das ist gleich. Diese ECTS-Punkte sind überall anerkannt. Das bedeutet, dass wenn ihr zum Beispiel 1 Jahr in Frankreich verbringen wollt, ganz, also mit individueller Anschreibung, mit keinem Programm oder sowas, könnt ihr zum Beispiel nächstes Jahr anfangen, 1 Jahr in Frankreich studieren, 60 Punkte kriegen und danach in Österreich weiter studieren. Natürlich, es geht nur, wenn ihr das gleiche Bereich studiert. Das geht nicht Philosophie und Biologie, natürlich nicht. Das müssen Sie sehr wahrscheinlich von Anfang an anfangen. Aber das ist so für, zum Beispiel, ich fange an in Frankreich, was haben Sie los, Wirtschaft zum Beispiel, in Frankreich, normalerweise wird das hier anerkannt. Die Uni, es ist je nach Uni. Sie können sagen, na, die Kurse sind nicht genauso gleich, also man muss wieder anfangen. Aber sehr, sehr oft werden mindestens teilweise anerkannt. Also ihr könnt wirklich eine Mischung für euer Studium von Ländern machen. Das kennt ihr, denke ich, gut. Nur eine kleine Sache über die Inskription in Frankreich. Bei uns kann man sich nur im September inskribieren, nicht im Jänner. Wir haben 2 Semester, aber die Inskription ist irgendwie nur im September. Also das bedeutet, dass ihr könnt nicht im Januar entscheiden, nach Frankreich zu gehen. Natürlich doch, aber nicht für ein Studium sofort anzufangen. Klar? Aber das bedeutet auch, dass wenn ihr geht nach Frankreich, es ist gut, aber nicht so super, ihr habt keine Lust mehr, ihr könnt hier im Januar etwas anfangen. Und das bedeutet, dass ihr verliert nur 6 Monate und für mich ist es keine verlorene Zeit, auf jeden Fall, weil es eine schöne Erfahrung ist. Ist das klar? Ungefähr? Okay. Okay, also jetzt können wir ja, ein bisschen mehr präzis, konkret sein. Also in Frankreich, 2 Sachen wichtig über das Studium in Frankreich. Es gibt Universitäten, die staatlich sind und andere Einrichtungen, die entweder privat sind oder gemischt, aber auf jeden Fall, die mehr spezialisiert sind. Kunsthochschulen, Architekturhochschulen, Ingenieurhochschulen und Business School. Davon habt ihr wahrscheinlich schon gehört. Und dafür müssen sie natürlich zahlen am meisten. Aber für die staatlichen Universitäten, wo am meisten Studierende studieren, gibt es keine Studiengebühren. Das ist keine Studiengebühren, das ist Verwaltungskosten oder sowas. Das ist grundsätzlich dasselbe, nur es ist für einen Bachelor nur 200 ungefähr pro Jahr, also fast nichts. Es ist günstiger als in England zum Beispiel. Und zweitens, es gibt keine Aufnahmeprüfung. Es gibt keine Beschränkung in Frankreich für das Studium. Wenn ihr euch für ein Studium, zum Beispiel Soziologie oder Recht oder sowas, einschreiben wollen, werden sie sowieso einen Platz kriegen. Es ist automatisch. Niemand wird auf eure Noten oder sowas gucken, nur ein Matura braucht ihr natürlich und ein französisches Sprachniveau. Ich werde gleich darüber reden. Aber es ist ein automatisches System. Also, das ist eine gute Nachricht. Oder? Ihr lächelt nicht so viel, aber ich finde es toll, weil jeder darf in Frankreich studieren. Es ist
die Idee, dass jeder darf, muss dafür nichts bezahlen und hat automatisch einen Platz. Das stimmt für den Anfang, aber später wird es natürlich irgendwie sortiert werden. Also das wird schwieriger und schwieriger und für die Master gibt es natürlich sehr, sehr große Beschränkungen. Aber am Anfang, jeder darf eine Chance haben. Auch die Österreicher. Also, das ist natürlich nicht teuer, aber die Kosten natürlich für Studieren sind nicht nur die Studiengebühren. Es gibt natürlich auch, das Leben kostet natürlich auch in Frankreich, in Paris ist es wahnsinnig teuer, in anderen Städten nicht so viel. Es ist ein bisschen wie in Wien. Ich weiß nicht, ob für euch Wien ist teuer, für mich ist es ganz normal. Also Lyon, Bordeaux, alle diese kleinen, charmanten Städte sind nicht so teuer eigentlich. Dafür könnt ihr aber ein Stipendium haben. Alle Förderungsmöglichkeiten können Sie auf der Webseite autriche.campusfrance finden. Das heißt Campus Bourse, da ist es links ein bisschen klein, aber können Sie auf Google Campus Bourse schreiben und das kommt auf jeden Fall. Das ist eine Stipendienbörse eigentlich für die ausländische Studierende und ihr könnt Österreich eintragen und da können Sie die Liste sehen. Ungefähr für Österreich haben Sie ein paar Möglichkeiten, nicht so viel für Bachelor, mehr für Master, aber dem BMWF-Ministerium verteilt ein Mobilitätsstipendium, heißt es zum Beispiel. Und das ist sehr gut für euch. Ich denke, es ist nicht so schwer zu kriegen und das ist schon ein guter Anfang. Französischer Staat kann auch Stipendien verteilen, aber nur ab das erste Jahr. Sie müssen zeigen, dass sie wirklich motiviert sind und dass sie bleiben wollen, irgendwie. Jeder Student auch darf eine Wohnbeihilfe kriegen. Jeder, der in eine französische Einrichtung studiert, darf 100 Euro, denke ich, Wohnbeihilfe kriegen. Auch Österreicher, alle. Also das ist auch ein guter Anfang irgendwie. Das findet ihr aber alle auf der Webseite. Also das ist auch eine Frage, die mir oft gefragt wird. Austauschprogramm, also Auslandssemester in der Uni oder individuelle Einschreibung. Was bedeutet das? Entweder mit Erasmus-Programm studieren, kennt ihr alle das, oder? Erasmus-Programm, das ist Partnerschaften zwischen die Uni in Europa, die euch erlaubt, ein Auslandssemester in Europa zu studieren oder ein Auslandsjahr eigentlich. Das kann auch 2 Semester sein. Und das ist für euch perfekt, nicht zu organisieren. Die Partnerschaften sind schon gebaut, also es gibt nicht so viel Verwaltung zum Beispiel. Und ihr kriegt ein Stipendium dafür, 360, war das, ich weiß nicht mehr präzise, aber ziemlich gut. Also ein Stipendium pro Monat kriegt ihr durch dieses Erasmus-Programm. Also es ist viel einfacher, aber ihr kriegt keinen französischen Abschluss. Es ist nur ein Teil von eurem Studium hier in Österreich, danach ihr kommt zurück. So, das ist einfacher, aber auch ein bisschen frustrierend, weil es ist nur eine kleine Erfahrung und dann zurück. Sonst gibt es die individuelle Einschreibung, ein bisschen schwieriger wahrscheinlich zu organisieren, weil es ist Selbstorganisierung immer. Ich helfe gerne mit, aber das ist trotzdem ein bisschen mehr Verwaltung, Bürokratie française. Es dauert immer ein bisschen. Aber am Ende habt ihr einen französischen Abschluss, Bachelor, Master und sowas. Also das ist ganz unterschiedlich und das dauert auch länger natürlich. Sonst könnt ihr auch, wie gesagt, nur ein Jahr in Frankreich anfangen zum Beispiel und dann hier weiter studieren. Das ist auch kein Problem, aber kein Abschluss am Ende. Das wäre nur auf einen Lebenslauf, können Sie mal schreiben, ich habe da ein Jahr studiert. Vielleicht, wenn ihr Lust habt, jetzt sofort nach der Matura wegzugehen, das könnte eine gute Erfahrung sein. Studium ist immer eine Struktur im Ausland. Es ist immer gut, einen Alltag zu haben, Kurse zu haben, auch wenn ihr danach nach Hause geht. Das ist klar, oder? Meine Erfahrung ist das auf jeden Fall. Das werde ich gleich erklären. Wie kann man nach der Matura sich auf der Webseite anmelden? Ich möchte nur sicher sein, dass alles klar ist zuerst. Und ja, ich werde zuerst über die Sprachkenntnisse sprechen. Das ist die Hauptangst für den Studierenden, die Sprache. Also offiziell ist ein B2-Niveau erforderlich. Kennt ihr dieses europäische Niveau? In der Schule
mit dem, als Maturant in Französisch habt ihr normalerweise ein B2 oder B1. Also je nach die Schulen. B1, B2. Ich weiß, es ist theoretisch. Ihr denkt, ihr kennt kein Wort. Aber es ist egal. Die Uni brauchen sie das nicht zu wissen. Was wichtig ist, ist einen Nachweis zu haben mit der DELF-Prüfung. Kennt ihr die DELF-Prüfung? Ja, in der Schule wird das auch angeboten. Das ist ein anerkannte Sprachprüfung. Ja, so kann man sagen. Für Erasmus braucht ihr keinen Sprachnachweis. Noch ein, das ist auch ein sehr großer Vorteil. Ihr müsst nicht Französisch können. Das ist aber besser irgendwie, in Frankreich zu überleben. Aber ihr müsst nicht. Also B2 für individuelle Einschreibung, B1 oder kein Nachweis für Erasmus. Und für Master natürlich wird es ein höher Niveau erforderlich. Das ist DELF C1, also eine Stufe weiter. Aber sehr oft, ihr bleibt für einen Master nur, wenn ihr schon vielleicht ein Auslandssemester da gemacht habt. Und deswegen seid ihr sowieso schon C1. Also, wenn ihr keine Lust auf Französisch zu studieren, gibt es noch einen Scoop über Frankreich. Wir können auch Englisch sprechen. Das ist neu. Also es ist sehr, sehr gut für euch. Wir können Englisch sprechen in Frankreich. Das ist ein Mythos. Jeder kann das. Und es gibt auf dieser Webseite immer noch, campusfrance.org, eine Liste von allen Programmen, die auf Englisch sind. Das ist auch sehr gut. Ich denke, es ist 600. Aber sehr viel sind teilweise auf Englisch, wie 50%. Das ist auch ein guter Kompromiss. Also wenn Sie wollen, können Sie auch in Frankreich auf Englisch studieren. Aber lieber auf Französisch, natürlich. Also, wie kann man sein Französisch verbessern? Es gibt Möglichkeiten, hier in Wien Französisch zu lernen und zu sprechen. Natürlich Institut Français, das habt ihr schon verstanden. Ihr könnt da Sprachkurse haben oder nur kulturelle Veranstaltungen sehen, die auf Französisch und Deutsch sehr oft sehen. Es gibt diese französische Mediathek, die auch sehr, sehr gut für euch ist. Sehr gute Übung, Filme auf Französisch zu hören und Bücher zu lesen, natürlich. Es gibt auch ab nächsten Monat ein Table Française, wo es ist für Studenten und Schüler und wir diskutieren nur auf Französisch einen ganzen Abend. Also das ist auf Facebook, Table Française de Vienne, können Sie das finden. Und das ist auch ziemlich gut für euch, weil ihr braucht zu üben. Es ist immer das gleiche Problem, dass in Wien nicht so viele Franzosen sind. Eigentlich mehr als was ihr denkt. Also ich kenne viele Franzosen hier, wenn ihr braucht einen Sprachteilnehmer oder sowas. Und Table Française ist eine Weise, alle zusammenzubringen. Sonst gibt es natürlich Sprachkurse auch in Frankreich, aber die Sprachschulen sind immer, ich finde es gut, aber ihr seid mit Leuten, die kein Französisch können, sonst wären sie nicht da. Und irgendwie, das ist nicht, man spricht mehr Deutsch und Englisch wahrscheinlich als richtige Französisch. Das war auf jeden Fall meine Erfahrung in Deutschland. Also ich habe selten Deutsch in Deutschland gelernt, auf jeden Fall. Das könnt ihr aber auf jeden Fall machen, sonst Au-pair-Aufenthalt. Natürlich, das ist unglaublich, wie schnell die Au-pair-Leute lernen müssen, weil mit den Kindern dauert nicht so lang, man muss verstehen. Und das funktioniert wirklich, wirklich gut. Ab 2 Monaten bis 1 Jahr. Sonst Studentenjob, natürlich gibt es auch bei uns. Ihr dürft natürlich in Französisch auch arbeiten im Sommer. Und es gibt auch Workcamps. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es ist wie lokalen Projekt in Südfrankreich zum Beispiel, Jugendliche arbeiten zusammen, Franzosen, internationale Studenten, ist egal, alle sind gemischt und man arbeitet über ein lokales Projekt, zum Beispiel Umweltschutz, Landwirtschaft, es gibt viele, viele, vielleicht etwas wieder bauen für ein Dorf oder einen Wald sauber machen, keine Ahnung, also das kann auch ziemlich gut für euer Französisch sein, weil die Begleiter sprechen nur Französisch, natürlich. So, das finde ich gut für euch. Gute Übung, auf jeden Fall. Also, jetzt möchte ich wieder nach der Matura studieren Dinge kommen. Es gibt eine Webseite für alle, die in Frankreich studieren wollen, am ersten Jahr. www.admissionpostbac.fr. Das ist für alle Franzosen auch. Es ist wirklich, jeder, der will sich anmelden in dem französischen Hochschulwesensystem, muss durch diese Webseite es machen.
für dieses Jahr, also für nächstes Jahr, für September, ist es bis zum 20. März. Also 2 Wochen habt ihr noch. Ich weiß nicht, ob hier jemand das machen will. Wenn ja, bitte zum KI A22 sind wir ja. A22 kommen, damit wir darüber diskutieren, weil 2 Wochen ist nicht lang. Für die, die ein bisschen im Voraus das vorbereitet haben, also für nächstes Jahr, habt ihr viel Zeit. Man muss sich zwischen 20. Jänner und 20. März anmelden. Also 2 Monate lang könnt ihr das machen. Also machen wir ein Szenario. Ich bin eine Österreicherin. Okay, ich bin Anna. Ich werde nächstes Jahr maturiert und will mich auf diese Webseite anmelden. Ich logge mich in. Natürlich, dann ich muss ein paar Sachen ausfüllen, wie Namen, Schulen, Noten, Zeugnisse, aber sie brauchen das nicht zu schicken, einfach nur schreiben. Alle Info über mich muss ich, okay, schreiben. Dann muss ich eine Auswahl von Uni eintragen. Ihr könnt bis 36 wählen, denke ich. Eintragen bitte nicht so viele, das ist nicht sehr nützlich. Ich würde 3, 5 sagen, nur falls es gibt keinen Platz am ersten Niveau. Normalerweise kriegt ihr natürlich eure erste Wahl, aber wenn überfordert ist, werdet ihr wahrscheinlich zweite oder dritte Wahl kriegen. Also das habe ich gemacht, ich habe meine Auswahl gemacht, dann habe ich alles bestätigen und ich muss bis Juni warten, dass die Antwort von den Uni kommt, also von den Uni, von dem informatische System, die das sortiert irgendwie. Und das ist am Mitte Juni normalerweise. Also im Mitte Juni, ihr weißt, ob ihr einen Platz gekriegt habt. Wie gesagt, ihr müsst einen Platz kriegen, weil keine Aufnahmeprüfung gibt. Okay? Die Frage ist nur, war die erste Uni überfordert oder nicht? Das ist am meisten die Frage. Aber einen von den 3 ersten sollt ihr auf jeden Fall haben. So, ich warte bis Juni. In Juni habe ich meine Antwort. Ich habe meine erste Wahl zum Beispiel gekriegt. Ich freue mich sehr darauf, in Frankreich zu studieren. Und dann fängt an, also die sehr praktischen Fragen wie Unterkunft und Stipendien und also noch einmal administrative Einschreibung in der Universität und so alles. Aber das kommt später. Okay? Und auf jeden Fall für die praktische Info könnt ihr euch immer an mich wenden, mich oder die Nachfolgerin, es ist egal, Campus France, okay, das Büro ist im Institut Français und ich kann gern mit den praktischen Fragen auch helfen. Es gibt online auf dieser Webseite, die Sie jetzt gut kennen, autriche.campusfrance.org, sehr viel praktische Info über Unterkunft und alles eigentlich. Also das könnt ihr auch selbst suchen, sonst gern vorbeikommen, immer. Hier haben wir einen Stand, das ist A22, wenn ihr ein bisschen mehr präzise Fragen habt, natürlich bin ich gern da, sonst können wir auch einen Termin vereinbaren, also ich bin in Wien, vielleicht ein paar von euch auch, können wir gern uns wieder treffen, auf jeden Fall. Mein Kontakt ist da, vienne@campusfrance.org. Das ist meine E-Mail-Adresse, die ihr alle schon notiert habt. Natürlich. Ja. Gibt es Fragen? Es war sehr schnell, es tut mir leid, man muss schnell sein, weil andere wollen auch reden. Also Ihnen ganz herzlichen Dank für diesen wirklich tollen Vortrag. In allen Details, völlig klar und gibt es überhaupt keine Frage. Also jetzt keine Frage zu Ihrer Präsentation. Jetzt möchte ich fragen, gibt es Fragen im Publikum zum Thema? Wer möchte denn nach Frankreich gehen? Wer hat denn schon ein bisschen konkrete Pläne? Aha. Wohin möchten Sie denn gehen? Dort, wo es einen freien Platz gibt, natürlich. Wo ein Freiplatz gibt? Ja. Für die Tipps. Also... Nein, gibt es keinen, weil also die Universitäten sind riesig, riesig. Überall, auch eine kleine Stadt wird eine 40.000 Plätze haben. Also ich kann nicht wirklich sagen, wahrscheinlich in Paris nicht so viel, weil viele Leute da sind. Weißt du, wie viele Einwohner gibt es in Paris? 12 Millionen. Genau, also ungefähr 10 Millionen, ja. Und in Österreich, bitte? In Wien jetzt oder? Nein, in Österreich, ganz Österreich. 8 Millionen. Genau.
8 Millionen, 8 Millionen. Das bedeutet, dass es gibt mehr Einwohner in Paris als in ganz Österreich. Also das ist schon, ich würde Paris nicht empfehlen, wenn ich darf. Ich darf nicht empfehlen, theoretisch, aber ich mache das trotzdem. Paris nicht, weil es ist zu groß. Also es ist 10 Millionen Leute, es ist sehr stressig. Natürlich ist es schön, aber man kann immer am Wochenende in Paris, nach Paris gehen. Also es ist 2 Stunden Zug von fast überall von Frankreich. Wir haben ein sehr, sehr gutes Zugverkehrssystem. Und das könnt ihr machen, aber es wird doppelt teurer, doppelt Stress. Also ich würde für Studierende auf jeden Fall nicht Paris empfehlen. Ja, bitte. Ja, ich würde gerne nach Lyon gehen. Ja, ich habe mein Studium in Lyon, also wird sehr, sehr gute Idee. Ja, ich habe auch Verwandte in Lyon und bei denen könnte ich dann auch wohnen. Und mich würden aber auch, also erstens mal Erasmus interessieren, weil ich habe jetzt nur Niveau B1. Also ich glaube, das würde nicht reichen für das andere. Oder diese Workcamps, weil ich will nach dem Jahr in Frankreich auch gerne an der BOKU studieren und auch solche Umweltprojekte machen. Workcamps sind aber am meisten in Sommerzeit, auf jeden Fall. Ich kenne keinen, die 6 Monate zum Beispiel dauern oder sowas. Gibt es aber sicher Volunteersachen. Es gibt auch, danke für die Frage, es gibt auch ein Sozialdienst, hier Zivildienst, wie heißt das? Ja. Können Sie auch im Ausland machen? Wisst ihr das? Also man kann auch das in Frankreich zum Beispiel machen, das ist auch super eigentlich. Es gibt auch die Möglichkeit, ein Service volontaire européen machen, der europäische Volunteersystem ist auch sehr, sehr gut eigentlich. Aber Workcamps wird in meinem Kopf, ja, ich habe gerade kein Beispiel für ein längeres Workcamps, aber das kannst du damit anfangen, auf jeden Fall. Ja. Und wann muss man sich da anmelden für ein Workcamp? Wann ist die Frist? Es gibt keine Frist, denke ich. Es ist nur, soweit es Platz gibt. Genau wie die Frage. Ja. Okay. Also da gehe ich nachher noch runter zum A22? Genau, da sind alle praktische Info über. Ja, komm vorbei, auf jeden Fall. Noch Fragen? Was ist, wenn man jetzt ich mache jetzt im Juli die Matura und will dann wahrscheinlich für ein halbes Jahr nach Frankreich. Aber ich glaube, dass meine Kenntnisse jetzt zum Studieren nicht ausreichen. Aber ich will auch eigentlich nicht Au-pair machen. Was gibt es da sonst noch? Also was willst du? Willst du studieren oder arbeiten? Du hast keine Ahnung. Einfach nur 6 Monate da sein. Ja, und einfach um die Sprachkenntnisse zu verbessern und vielleicht auch nachher in Wien die Classe Préparatoire zu machen. Mutig. Sehr, sehr schön. Das ist sehr schwer, aber schön. Ich würde sagen, also wenn du kein Au-pair machen willst, ich würde studieren. Auch nur einfach so. Also du musst nicht bis Ende natürlich machen, aber es ist fast kostenlos. Ich würde sagen, melde dich, also du solltest dich einschreiben, also für ein Studium einschreiben, da wirklich Französisch hören und lernen und so weiter. 6 Monate und dann entscheidest du, was du machen wirst. Den Class Préparatoire kannst du nur im September anfangen, sowieso. Warum nicht ein Jahr zuerst ein bisschen wie Vorbereitung in einem Uni machen und für September ein Class Préparatoire anfangen? Das könnte ein Beispiel sein. Und Sie haben gemeint, dass die Class Préparatoire so schwer ist. Natürlich, ja, das ist schwer. Für die Franzosen ist es schwer. Also ich kann mich vorstellen, wie schwer es ist für die Ausländer. Class Préparatoire für Business School oder... Was für ein Class Préparatoire? Weiß ich nicht. Die Class Préparatoire, was es ist? Es ist 2 Jahre Vorbereitungskurse für die Grande École, die eine Aufnahme, also einen Wettbewerb haben. Zum Beispiel Business School, es ist ein riesiger Wettbewerb und deswegen bereiten sich die Studierenden vor. Das ist ein Class Préparatoire eigentlich. So, was willst du studieren? Wirtschaft. Okay, das meintest du also. Ja, genau. Ja, es ist sehr schwer. Mindestens ein Jahr Vorbereitung vor der Vorbereitung wäre wahrscheinlich gut für dich. Aber ergänzend dazu zur Classe Préparatoire, wenn man dann nicht aufgenommen wird an diese Eau d'École oder so, ja. Hat man dann 2 Jahre verloren oder kann man damit was anfangen? Nein, natürlich nicht verloren. Es ist nie verloren. Ich weiß, ich klinge wie Eltern, aber wirklich. Studienkarrieremäßig, ist das dann wirklich ein Rückschlag? In Frankreich ist es anerkannt auf jeden Fall, weil es ist wieder ECTS-Punkte. Ah, okay. Jetzt ist es so einfach geworden, man sammelt immer Punkte, aber am besten ein Bachelor in Frankreich fertig machen, weil ich weiß nicht ganz genau, ich muss fragen, BMWF kümmert sich
um die Anerkennung des Diploms und sowas. Ich denke aber, dass besser ein ganz Bachelor in Frankreich fertig machen, also 2 Jahre Classe Préparatoire, du schaffst das super, du gehst in eine Business School, wenn nicht 1 Jahr weiter studieren für einen Bachelor, Wirtschaftsbachelor in ein normales Uni. Das kannst du machen, auf jeden Fall. Ist eine interessante Lösung da, nicht? Ja, und wenn man das schon ins Auge fasst, im Vorfeld, dass man da ein Backup hat, nicht? Am meisten gibt es viel, viel Backup immer. Also jetzt mit dem europäischen System schaffen wir irgendwie weiter immer. Was auch interessant ist, weil Sie gesagt haben, vorher ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr in Frankreich sein, man hatte dann ein soziales Umfeld, wo man sich sehr viele Informationen und überhaupt die Einbettung holt. Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist nur, dass bei uns ist die Inskription nur im September. Das ist eigentlich ein bisschen blöd. Also, weil hier finde ich das sehr, sehr flexibel und interessant, dass ihr könnt im September oder Januar etwas anfangen. Das ist für uns unglaublich eigentlich. Nur im September. Und die großen Schulen sind alle in Paris? Nicht unbedingt, nein. Es gibt, sie sind so benannt, les Parisiennes. Aber es gibt einen in Lyon zum Beispiel und einen in Lille. Also nein, sie sind ein bisschen interessant überall. Ist, wo man dann eigentlich schon einmal anfängt, wenn man so eine Schule anpeilt. Wollen Sie nach Paris gehen? Ja, jetzt nicht. Also jetzt nicht mehr, wegen mir. Nein. Nein, aber ja, es gibt sicher auch sehr schöne kleinere Städte in Frankreich. Kleinere, wie, also klein wie Wien. Ja. Und hat man auch dort Städte. Eine große Schule, nicht? Hat man auch eine hohe Schule natürlich. Dort. Ja. Ja, genau. Also aber da kann man schon im Vorfeld sagen, jetzt gehe ich dorthin und dann mache ich meine Classe Préparatoire und mache weiter. Okay. Genau. Fragen bitte noch. Auf jeden Fall bin ich da noch heute Morgen hier in der Messe. Könnt ihr sehr gerne ein bisschen mehr in ruhig, also wenn ihr hier euch nicht traut zum Beispiel zu reden, können wir auch ein bisschen ruhiger in Stand alles besprechen. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, Frau Fanny de Rospo von der französischen Botschaft Campus France Österreich. Ihnen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, und ich hoffe, dass viele es schaffen und sich auch den Mut fassen, nach Frankreich zu gehen, weil das ist eine interessante Alternative, nicht zum Angelsächsischen, wo wir sehr oft und sehr gerne hingehen. Schönen Tag noch auf der Best.